Meine Damen und Herren, auch nochmal Hallo aus der Kabine. Roberta Metsola, die Parlamentspräsidentin des Europäischen Parlaments, eröffnet hier sozusagen mit einführenden Worten diese Debatte um Außen- und Sicherheitspolitik, aber eben auch um die Frage, wie die Europäer mit einer möglichen russischen Invasion umgehen würden. Da geht es natürlich um Sanktionen, aber es geht auch um die Frage von politischen Signalen und es geht um die Chancen von Diplomatie und anderen Mitteln des Gespräches, aber auch, wie man zum Beispiel damit umgehen kann, wenn Gaslieferungen nicht mehr so ankommen wie erwartet. Man weiß ja, dass die Europäer, was das Gas angeht, einen nicht unerheblichen Teil eben aus Russland beziehen. Wir möchten gerne wissen, wie Lehren aus der derzeitigen Situation berücksichtigt werden in der zukünftigen Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Präsident Michel, Präsidentin von der Leyen und dem Hohen Vertreter möchte ich danken für Ihr Engagement bei den intensiven Konsultationen, um Maßnahmen zu identifizieren, wie hier umgegangen werden kann mit der Situation an der östlichen Grenze um die Grundwerte der Union aufrechtzuerhalten und die Sicherheitsstruktur zu garantieren. Ich darf dahin unverzüglich Charles Michel, dem Präsidenten des Europäischen Rates, das Wort erteilen. Frau Präsidentin des Europäischen Parlaments, Frau Präsidentin der Kommission, werter Hoher Vertreter, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Woche wird eine wichtige geopolitische Woche für die Europäische Union werden. Wir werden den gemeinsamen Gipfel mit der Afrikanischen Union abhalten. Circa 80 Delegationen von afrikanischen und europäischen Führungskräften kommen nach Brüssel, um über eine strategische Partnerschaft zwischen den beiden Kontinenten zu verhandeln. Die extrem besorgniserregende Situation in Osteuropa hat jedoch unsere Tagesordnung beeinflusst. Und ich möchte vielleicht kurz darlegen, welche Maßnahmen die EU ergriffen hat, um diese Krise zu bewältigen, und zwar in enger Abstimmung mit den Verbündeten. Und ich möchte auch darlegen, wie der Europäische Rat die künftigen Entscheidungen gestalten wird, sei es nun mittel- oder auch langfristig. Meine Damen und Herren, Russland hat eine beispiellose militärische Eskalation gegen die Ukraine losgetreten. Die russischen Behörden haben immer wieder gesagt, dass sie keine aggressiven Absichten gegenüber eines souveränen Landes haben. Und das trotz der Tatsache, dass bereits einen Teil des ukrainischen Staatsgebiets, die Krim, 2014 annektiert haben. Und obwohl sie ständig die ukrainische Souveränität unterminieren, insbesondere im Osten des Landes. Wenn man ein Land mit außergewöhnlichen militärischen Kräften umzingelt, beispiellos in der Geschichte, das kann doch nur als aggressive und bedrohliche Haltung ausgelegt werden. Dies gefährdet nicht nur die Stabilität und die Integrität der Ukraine, sondern ist auch eine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in Europa und auch eine Bedrohung für das regelbasierte internationale System. Wir, die EU, die NATO-Verbündeten und die Mitgliedstaaten arbeiten auf allen Ebenen tagtäglich zusammen, konsultieren sich politisch und handeln gemeinsam. Wir arbeiten so intensiv zusammen, wie das in den letzten Jahren nie der Fall war. Unsere Einheit ist wesentlich. Und wir haben auch eine ganz klare und starke Strategie in drei Bereichen angenommen. Erstens Diplomatie. Wir haben beschlossen, der Diplomatie, den Amerikanern und den Europäern alle Möglichkeiten zu lassen. Es wurden zahlreiche diplomatische Demarschen unternommen. Wir haben Plattformen für Dialog geschaffen in der NATO, in der OSZE, aber auch im Normandie-Format. Und
Insbesondere möchte ich Olaf Scholz und Emmanuel Macron für ihren wichtigen Beitrag lobend erwähnen. Wir haben immer den diplomatischen Kanälen die Priorität eingeräumt. Und selbst wenn diese Anstrengungen keine sofort greifbaren Ergebnisse zu zeitigen schienen. Aber in den letzten 2 Tagen hat Russland signalisiert, dass es offen sein könnte für diplomatische Bemühungen. Und wir drängen Russland, konkrete und greifbare Schritte hin zur Deeskalation zu unternehmen. Denn dies ist die Voraussetzung für einen ehrlichen politischen Dialog. Wir können nicht ewig auf der einen Seite die Diplomatie bemühen, während auf der anderen Seite Truppen zusammengezogen werden. Meine Damen und Herren, zusätzlich zu den diplomatischen Bemühungen arbeiten wir auch am zweiten Thema, nämlich Vorbereitung von Sanktionen und einschränkenden Maßnahmen, sollten diese notwendig werden. Der Europäische Rat hat im Dezember ganz klar den politischen Rahmen der 27 Staats- und Regierungschefs vorgegeben. Sollte es eine militärische Aggression gegen die Ukraine geben, da war man sich einig, müssten die Kosten für Russland sehr hoch sein, die Konsequenzen schwerwiegend. Aber wir müssen natürlich auch miteinander ehrlich sein, denn die Konsequenzen für die Europäer würden auch schwerwiegend sein. Und zu gegebener Zeit müssen wir uns dieser Verantwortung auch stellen. Deshalb bedanke ich insbesondere auch den Hohen Vertreter und die Kommission für ihre Vorbereitungsarbeiten. Der Europäische Rat und die Mitgliedstaaten werden, sollte dies notwendig sein, die Möglichkeit haben, sich auszusprechen und politische Entscheidungen zu diesem Thema zu treffen, und zwar in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit all unseren Partnern und Verbündeten. Und, meine Damen und Herren, es gibt noch einen dritten Punkt, der mir wesentlich erscheint. Und das ist das, was direkte Unterstützung der Ukraine und des ukrainischen Volkes betrifft. Diese Unterstützung muss, und das war ja in der Vergangenheit auch so, politischer Natur sein. Wir unterstützen die territoriale Integrität der Ukraine. Und das wiederholen wir noch einmal. Und wir unterstützen auch die europäische und euroatlantische Ausrichtung der Ukraine. Die Unterstützung ist auch finanzieller Art, denn die Umstände führen jetzt schon zu einem bedeutenden Schaden tagtäglich für die Wirtschaft der Ukraine. Und wir begrüßen die schnellen Maßnahmen, die die Kommission angekündigt hat, dass 1,2 Milliarden mobilisiert werden sollen im Bereich der Makrofinanzhilfe. Ich denke, wir müssen sogar noch weitergehen mit unseren Bündnispartnern zusammen. Und deshalb möchte ich hier einen Initiativvorschlag unterbreiten. Wir sollten in enger Abstimmung mit der Ukraine und der Europäischen Union eine Geberkonferenz organisieren, um die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Wirtschaft zu stärken angesichts dieser Bedrohung und um auch die so wichtigen Reformen für das Land umzusetzen. Dann, meine Damen und Herren, möchte ich noch 2 Botschaften zum Schluss aussprechen. Die erste feierliche Botschaft richtet sich an das ukrainische Volk. 2014 hat das ukrainische Volk auf dem Maidan Opfer gebracht. Sie haben sich für die Freiheit und die liberale Demokratie entschieden. Sie haben sich für den Rechtsstaat entschieden. Das ist Teil ihrer und unserer Geschichte. Wir haben damals beschlossen, sie zu unterstützen und sie zu begleiten in dieser freien und demokratischen Wahl. Und ich kann Ihnen nur versichern, dass die Europäische Union weiterhin an der Seite der Ukraine stehen wird. Wir lassen die Menschen in der Ukraine nicht fallen. Und dann die 2. Botschaft an die Adresse Russlands und der russischen Führungskräfte. Heute gibt es eine Entscheidung zu treffen zwischen dem Krieg und den tragischen Opfern, die damit einhergehen, und dem Mut, sich politisch zu engagieren, sich auf diplomatische Verhandlungen einzulassen. Die Europäische Union hat sich ganz klar für die Diplomatie und die Verhandlungen ausgesprochen. Wir werden diesen Mut unter Beweis stellen. Wir werden auch unsere Entschlossenheit unter Beweis stellen.
stellen, sollte eine andere Entscheidung gefällt werden. Ich denke, dieser Mut ist notwendig, um nachhaltige Lösungen zu finden, um Frieden und auch gegenseitige Sicherheit zu gewährleisten. Das schulden wir den Menschen in Europa, das schulden die russischen Spitzenpolitiker dem Volk in Russland. In wenigen Stunden werden wir uns mit den Führungskräften Afrikas zusammensetzen. Und auch dort werden wir einmal mehr die Entschlossenheit, die Einigkeit und die Kraft Europas zum Ausdruck bringen, die wir einsetzen, um an der Seite des ukrainischen Volkes zu stehen. Vielen Dank. Der Ratspräsident Charles Michel zur Eröffnung dieser Debatte. Die Europäer wissen, wo sie stehen, aber gleichzeitig müssen sie auch bestehen im internationalen Wettbewerb der Diplomatie. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Thank you, Madam. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Präsident Michel, hoher Vertreter Josep Borrell, sehr geehrte Mitglieder. Der Grund, weshalb unsere Europäische Union geschaffen wurde, war ein Ende aller europäischen Kriege ein Ende zu setzen. Deshalb ist es sehr wichtig, heute vor Ihnen zu sprechen, denn wir haben den größten Truppenaufbau auf europäischem Boden seit den dunkelsten Tagen des Kalten Krieges. Das ukrainische Volk kämpft tapfer, um mit dem Leben zurechtzukommen. Aber viele haben hier Notsituationen vor ihren Türen. Und sie müssen wirklich hier sich vorbereiten, müssen hier Lebensmittellager anlegen, weil sie sich für das Schlimmste vorbereiten. Sie haben im Keller Schutzräume eingerichtet. Das sind nicht Geschichten aus den 1940er Jahren. Das ist Europa im Jahre 2022. Und das geschieht, weil hier eine überlegte Politik der russischen Führung geführt wird. Die Ukraine ist ein souveränes Land und trifft seine eigenen Wahlen über die eigene Zukunft. Aber der Kreml mag das nicht und bedroht die Ukraine mit Krieg. Und das ist die Essenz der gegenwärtigen Eskalation. Das ist etwas, was wir einfach nicht akzeptieren können. Ich denke, die Diplomatie hat noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und wir haben hier gewisse Anzeichen von Hoffnung gestern gesehen. Aber das müssen wir sehr genau verfolgen mit Taten, die wir sehen müssen. In den letzten Jahren hat die Ukraine sehr stark gelitten unter der Aggression des Kremls. Aber sie haben eine sehr hohe Belastung und trotzdem ist die Ukraine so weit gekommen und hat wichtige Schritte unternommen, um die Korruption zu bekämpfen, hat die Infrastruktur ausgebaut, hat neue Arbeitsplätze geschaffen für die begabten jungen Menschen. Und unsere Union hat sie begleitet und hat das größte Hilfspaket unserer Geschichte bereitgestellt. Natürlich ist das Volk der Ukraine sich bewusst darüber, dass die Demokratie auch noch, dass man da auch noch etwas kämpfen muss und noch weiterarbeiten muss daran. Aber es ist ein souveränes Land, ein freieres, ein stärkeres Land als 2014. Und das ist genau das, was den Kreml dazu bringt, die Ukraine zu bedrohen. Wir stehen eng und geschlossen mit der Ukraine. Der Gedanke, dass der Kreml entscheiden sollte, was die Ukraine wählen und entscheiden dürfen oder nicht, das können wir ganz einfach nicht akzeptieren. Und der Gedanke von Befürchtung von Einfluss, das sind Geister, Gespenster des vergangenen Jahrhunderts. Es geht ja um die Ukraine natürlich, aber es geht um sehr viel mehr. Es geht auch darum, was es bedeutet, ein souveränes, unabhängiges und freies Land im 21. Jahrhundert zu sein. Es geht darum, dass jeder ein Recht hat, frei leben zu können vor Angst. Und es ist das Recht jedes Landes, seine eigene Zukunft bestimmen zu können. Und das ist die Botschaft, die unsere Union dem Kreml übermitteln muss. Like everyone in this room. Wie jeder in diesem Saal hoffe auch ich, dass der Kreml hier entscheiden wird, nicht hier weitere Gewalt in Europa zu entwickeln. Gestern hat Russland sicherlich einige Signale übermittelt. Also einerseits haben die Behörden ja hier angekündigt, dass man sich zurückziehen sollte, aber die Duma hat andererseits die volle Anerkennung von Luhansk und Donetsk gefordert.
als unabhängige Republiken. Aber ich glaube nach wie vor an die starke Diplomatie und es ist gut, dass man sich auf das Minsker Abkommen bezieht. Macron und Bundeskanzler Scholz sind in die Ukraine und Russland gefahren. Viele andere haben auch hier mit beiden Seiten gesprochen. Ich spreche ständig mit allen von Ihnen. Das gilt für Präsident Biden, für Premierminister Trudeau, für Premierminister Johnson. Und ich denke, die transatlantische Gemeinschaft hat seit langer Zeit wieder einmal sich so geeint gezeigt. Und ich möchte ganz kurz einen Grund oder eine Episode erwähnen. Der Außenminister Russlands, Präsident Lavrov, hat 36 Schreiben an jeden einzelnen Mitgliedstaat der Europäischen Union und den Bündnissen geschrieben, mit einer Reihe von Forderungen. Das war vor einigen Wochen. Er hat zwei Schreiben erhalten als Antwort. Eine von Josep Borrell im Namen der Europäischen Union und ein Schreiben von Jens Stoltenberg im Namen der NATO. Die Europäische Union und die transatlantischen Partner sind geeint in dieser Krise. Und unser Aufruf an Russland ist kristallklar. Wählen Sie nicht den Krieg. Ein Teil der Zusammenarbeit mit ein Weg der Zusammenarbeit zwischen Russland und uns ist nach wie vor offen, aber es ist eine große Herausforderung. Trotz der Nachrichten gestern, sehr geehrte Damen und Herren, hat die NATO noch keine Anzeichen irgendeiner Truppenabzüge gesehen. Und sollte der Kreml die Gewalt gegen die Ukraine wählen, dann ist unsere Reaktion stark und geeint. Die Europäische Kommission und der EAD arbeiten eng zusammen mit allen Mitgliedstaaten, um hier ein robustes und umfangreiches Sanktionspaket auszuarbeiten. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit unseren Freunden des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanada. Und ich möchte Ihnen sagen, dass in diesen Wochen wir eine Einheit, eine Zweckeinheit gebildet haben, die wirklich bemerkenswert ist. In der Europäischen Union einerseits, aber auch mit unseren Partnern. Wenn es eine russische Aggression geben sollte, wird die EU Reaktion sehr robust sein. Und es geht hier nicht nur um das Einfrieren von Mögen und Einreiseverbote von einzelnen Personen in Russland, sondern das strategische Interesse Russlands ist eine Diversifizierung ihrer Wirtschaft und die gegenwärtigen Lücken zu schließen. Aber dafür brauchen sie Technologie, die wir hier, bei der wir hier weltmarktführend sind. Und die Technik in Russland ist fast völlig abhängig von uns. Also unsere Sanktionen können wirklich sehr hart ausfallen und wehtun. Und das weiß der Kreml genauso. Und ein anderes Thema, bei dem wir auch bereitstehen, sollte die russische Führung sich entschließen, die Energiefrage als Waffe einzusetzen. Wir wissen, dass wir eine hohe Nachfrage haben an Gas und wir sehen hier eine sehr niedrige Lagerung von Gas seit 10 Jahren. Wir sehen auch die Entwicklung auf den Spotmärkten. Das ist sehr eigenartig auf dem Markt, dass also die Preise einerseits in die Höhe schnellen, aber sie dann nicht ihre Gewinne maximieren wollen. Und dieses Verhalten hat bereits die Glaubwürdigkeit Russlands als verlässlicher Energielieferant beschädigt. Und seit Wochen sprechen wir mit einer Reihe von Ländern und sind bereit, die Exporte von Flüssiggas an die Europäische Union anzuheben. Im Januar haben wir Rekordlieferungen von LNG erhalten, über 120 Schiffe. Das ist das Äquivalent von 10 Milliarden Kubikmeter LNG. Und wir haben auch unsere Hausaufgaben gemacht, denn seit der Okkupation der Krim haben wir hier die Energieterminale angehoben und ausgebaut in Europa. Wir haben eine paneuropäische Pipeline und auch die entsprechenden Netze ausgebaut. Und der gute Teil dieser Geschichte ist, dass diese Investitionen in die Infrastruktur, die wir geleistet haben, hier in der Zukunft dann das Rückgrat sein werden für die Lieferung auch mit grünen Wasserstoff. Also das ist wirklich auch für die Zukunft gebaut. Wir haben also hier alle Störungsszenarien uns angesehen, falls Russland entscheiden sollte, teilweise oder ganz die Gaslieferung an die Europäische Union zu unterbrechen. Und ich kann heute sagen, dass unsere Modelle gezeigt haben, mit all den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dass wir jetzt auf der sicheren Seite stehen in diesem Winter. Und darüber hinaus haben wir auch mit einer Reihe von Mitgliedstaaten
eine neue Reihe von Notmaßnahmen entwickelt, die wir auslösen können, wenn es zu kompletten Ausfällen kommen sollte. Aber eine der Hauptlehren, die wir jetzt bereits gelernt haben aus dieser Krise, sehr geehrte Mitglieder, bedeutet, dass wir unsere Energiequellen diversifizieren müssen und hier nicht mehr abhängig sein müssen von russischem Gas. Wir müssen ganz stark in erneuerbare Energien investieren. Unsere Alternative ist die erneuerbare Energie. Das ist gut für das Klima, für den Planeten, aber natürlich auch gut für uns zu Hause und für unsere Unabhängigkeit. Da liegt unsere Zukunft. Sehr geehrte Mitglieder, das ist eine Krise, die von Moskau geschaffen wurde. Wir haben nicht diese Konfrontation gewählt. Wir hoffen für das Beste, aber wir sind bereit für das Schlimmste. Und wir haben zwei unterschiedliche Zukunftswege vor uns. Der eine Weg, der Kreml entscheidet sich für einen Krieg gegen die Ukraine mit einem hohen menschlichen Leiden. Das, was wir eigentlich gedacht haben, dass wir hinter uns gelassen hätten nach den Tragödien des 20. Jahrhunderts. Die Beziehungen von Moskau zu uns werden hier sehr stark beschädigt sein. Harte Maßnahmen und Sanktionen werden ergriffen mit großen, schweren Auswirkungen auf die Wirtschaft Russlands und die Modernisierung. Aber eine andere Zukunft ist möglich. Eine Zukunft, in der Russland und Europa zusammenarbeiten könnten mit den geteilten Interessen. Russland und die freien Länder könnten in Frieden zusammenarbeiten. Eine Zukunft von Wohlstand aufgebaut auf den Grundprinzipien, die in der UN-Charta festgeschrieben sind und die europäische Sicherheitsarchitektur mit der Schlussakte von Helsinki. Das ist mein Bestreben und meine Hoffnung. Und ich bin sicher, dass das russische Volk auch diese Hoffnung teilt. Es ist jetzt an den Kreml zu entscheiden, aber wie auch immer die Entscheidung ausfällt, welchen Weg sie einschlagen werden, wir bleiben fest und geschlossen. Wir sind geeint an der Seite der Ukraine, an der Seite des Friedens und an der Seite der Bevölkerung Europas. Lang lebe Europa. Danke. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wir sind vorbereitet auf alles, was da kommt. Wir arbeiten an einer gemeinsamen Linie und wir haben Vorsorge getroffen, was die Energiesicherheit Europas angeht. So hier Ihr Statement vor dem Europäischen Parlament. Als nächster Redner ist uns angekündigt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Frau Präsidentin des Europäischen Parlaments, Herr Präsident des Europäischen Rates, Frau Präsidentin der Kommission, meine Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren, was in der Ukraine passiert, wird die Zukunft der Menschheit prägen. Alle Menschen müssten sich Sorgen machen um das, was dort passiert. Denn wenn erneut der Stärkere sich durchsetzt und ein Land ein anderes bedrohen kann, ein Land ein anderes angreifen kann und territorial vernichten kann, dann ist das ein Rückschritt in der Geschichte. Der große Erfolg der Europäischen Union besteht genau darin, dass man auf Krieg verzichtet als Konfliktlösungsmittel. Und deshalb müssen wir an der Seite der Ukraine stehen und versuchen, einen Krieg an unseren Grenzen zu verhindern. Und das gehört im Grunde zu dem, was wir gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik nennen. Ich habe die Ehre, zu versuchen, diese zu entwickeln. Und dass heute in diesem Hohen Hause die Institutionen der Europäischen Union versammelt sind, der Europäische Rat mit dem Präsident, die Europäische Kommission mit ihrer Präsidentin und den Rat, den ich vertrete und leite, den Rat für Außen- und Sicherheitspolitik, das alles zeigt, dass die Europäische Union geschlossen steht vor einer möglichen russischen Aggression gegen die Ukraine. Und diese Einheit ist noch stärker und deutlicher geworden in den letzten Tagen. Und ich glaube, das ist eine der großen positiven Auswirkungen dieser Krise. Es hat eine gemeinsame Annäherung gegeben und alle europäischen Staaten haben einstimmig geantwortet auf eine Antwort,
die noch ausgestaltet werden kann in Sanktionen oder eben Zwangsmaßnahmen, die nach dem Vertrag möglich sind. Sanktionen, die der Rat verabschieden werden muss, nach einem Vorschlag des Hohen Vertreters, die ausgearbeitet werden mit unschätzbarer Zusammenarbeit der Europäischen Kommission, um zu ermessen, welche Auswirkungen und Kosten sie haben werden. Und natürlich unter politischer Führung des Europäischen Rates. Und das für den Fall, dass Russland die Ukraine angreift. Aber ich darf noch einmal hinweisen auf den grundlegenden Aspekt unserer Union. Wie gesagt, das ist die wichtigste positive Auswirkung dieser Krise. Eine Krise, die in einer Bedrohung für die territoriale Unversehrtheit eines Staates besteht. Eine Krise, die die Sicherheitsstruktur in Europa beeinträchtigt. Diese kann aber nicht in Frage gestellt werden durch Bedrohungen. Es ist auch eine Krise, die das Recht der souveränen Staaten bedroht, frei die eigenen Sicherheitsstrukturen und außenpolitische Beziehungen zu bestimmen. Weiter in englischer Sprache. Ich darf nun eingehen auf die Rolle der europäischen Diplomatie in den letzten Ereignissen und Entwicklungen. Es wurde immer gesagt, Europa wird nicht tätig. Wir haben gehört, die Europäische Union lässt Dinge geschehen ohne unsere Beteiligung. Die USA verhandeln über unseren Kopf hinweg. Ich glaube, an dieser Kritik müssen wir uns entgegenstellen. Das ist völlig unbegründet aus mehreren Gründen. Zum einen, weil die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dieses Thema Sicherheit in Europa und Ukraine immer wieder diskutiert. Und wir haben eine erstaunliche Einheit hier erzielt. Die Mitgliedstaaten Frankreich und Deutschland haben politische Initiativen ergriffen, um eine friedliche Lösung der Krise zu fördern. Und diese Initiativen wurden vorangebracht im Einklang mit der europäischen Position und auch in voller Transparenz. Und drittens, Russland hat absichtlich versucht, die Existenz der Europäischen Union zu ignorieren, hat Schreiben nur an NATO und USA gerichtet im Dezember. Man war der Meinung, wir sind irrelevant, wir haben nichts zu sagen zu sicherheitspolitischen Fragen in Europa. Für Moskau wird die Sicherheit in Europa in Washington definiert. Und später haben sie dann bemerkt, dass trotz dieser seltsamen Haltung nichts passiert ist, hat Lavrov dann auch Schreiben an die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union geschickt, die er bis dahin ignoriert hatte. Warum gab es eine solche Kehrtwende in der russischen Position? Aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie gemerkt haben, dass die europäische Front eben keine Risse bekommen hat und dass die europäische Solidarität sehr stark war. Also haben sie versucht, ein Manöver zu fahren mit 27 Schreiben an die 27 Staaten und hofften auf 27 verschiedene Antworten. Aber in dem Fall hat Herr Lavrov sich getäuscht. Wir haben ihm einen einzigen Antwortbrief geschickt. Wir haben ihm also erspart, 27 gleiche Briefe zu lesen. Wir haben nur ein Schreiben geschickt mit der Position der Europäischen Union im Namen der 27 Mitgliedstaaten. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir Europäer zusammenarbeiten können, auch mit unseren Verbündeten, mit den USA und anderen gleichgesinnten Staaten. Wir haben kontinuierlich mit Ihnen zusammengearbeitet in guter Kooperation. Wir haben uns also beteiligt an diesen Verhandlungen, wenn man sie so nennen kann. Also zumindest waren es Gespräche, an denen wir uns beteiligt haben. Was können wir als nächstes erwarten? Nun, wir wissen es nicht. Das weiß niemand. Es gibt ermutigende Anzeichen, aber eben auch beunruhigende Ereignisse, wie zum Beispiel die Abstimmung in der Duma, die Anerkennung der Unabhängigkeit der beiden, sagen wir mal, Republiken im Donbass. Wir wissen nicht, was Putin damit tun wird. Aber deutlich wird, wir müssen zwei Dinge gleichzeitig anbieten.
Verhandlungsbereitschaft, Bereitschaft, uns an Gesprächen zu beteiligen. Ja, auch Russland hat sicherheitspolitische Bedenken, die Europa berücksichtigen muss. Auf der anderen Seite sollten wir uns auch vorbereiten in unseren Kapazitäten, um zu reagieren. Abschreckungsinstrumente, Sanktionen, wie Rats- und Kommissionspräsidentin bereits angesprochen haben. Daran haben wir gearbeitet und da möchten wir auch tätig werden. Wir stehen aber weiterhin bereit für Verhandlungen, für Gespräche, um eine diplomatische Lösung für die schlimmste Krise beizulegen seit dem Ende des Kalten Krieges. Und ich sage es noch einmal, diese Krise betrifft nicht nur die Ukrainer und Ukrainerinnen, nicht nur Europäer und Europäerinnen, sondern hier steht das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel. Vielen Dank. Danke schön dem Hohen Vertreter. Der Hohe Repräsentant der EU für die Außen- und Sicherheitspolitik, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, der Spanier, schweren Job hat. Und jetzt die Runde der Fraktionsvorsitzenden, eröffnet durch Manfred Weber, EVP-Fraktion. Herr Weber, Präsidentin Metsola, Präsidentin von der Leyen. Es ist zunächst mal wichtig, dass wir als Europäer in diesem Moment gemeinsam die Lage beurteilen und heute diskutieren. In diesen Tagen geht es um ein Grundversprechen, um das Grundversprechen der Europäischen Union, nämlich das Grundversprechen nach Frieden. Die Angst der Ukrainer können wir uns wahrscheinlich kaum vorstellen, die Sorge, die dort derzeit herrscht. Aber es geht nicht nur um die Ukraine, es geht eben um uns. Frieden sichern. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, um was geht es eigentlich in diesem Konflikt? Manche versuchen zu sagen, es ging hier um die NATO-Osterweiterung, es ging hier um Sicherheitsinteressen. Ich glaube das nicht. In den 80er Jahren sind Menschen in Danzig auf die Straße gegangen, haben für Freiheit und Demokratie gekämpft. Dann Ende der 80er Jahre in Dresden, im Baltikum, in Budapest, der Fall des Eisernen Vorhangs, der Zusammenbruch des Kommunismus. Dann der Maidan in Kiew, wo Menschen für Freiheit und Demokratie gekämpft haben und auch gestorben sind. Und jetzt vor wenigen Jahren in Minsk, in Belarus, wo Menschen für diese Idee auf die Straße gegangen sind. Die Idee der Freiheit gewinnt. Sie geht Schritt für Schritt unaufhaltsam nach vorne. Ich war selbst am Maidan im Jahr 2014, habe mit den jungen Menschen dort gesprochen. Und deswegen muss für uns Europäer eines klar sein. Wir stehen an der Seite der Menschen, die für Freiheit und Demokratie eintreten. Es ist vielleicht wieder ein Moment, wo wir sagen müssen, es geht um unsere Grundwerte und wir werden sie verteidigen, whatever it takes. Es ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, die größte Bedrohung für Putin nicht die NATO-Truppen, sondern ein freies, demokratisches Ukraine. Das ist die größte Bedrohung für ihn. Die zweite Frage, die wir beantworten müssen, ist, was ist unsere Aufgabe jetzt? Wie können wir Frieden sichern? Putin versteht nur die Sprache der Macht. Und heute heißt das, wir brauchen eine klare Rechnung, die wir ihm präsentieren. Die Kosten sind hoch. Für meine politische Partei, für die Europäische Volkspartei, kann ich klarstellen, dass Nord Stream 2 nicht ans Netz gehen kann, sollte es zur Eskalation kommen. Der Ausschluss von russischen Banken vom internationalen Finanzmarkt ist für uns unvermeidlich. Und die bereits von der Kommissionspräsidentin angekündigte Beschränkungen von Lieferung von Hochtechnologie steht auf dieser Liste. Aber lassen Sie uns ehrlich sein. Paris ist im Wahlkampf. In Deutschland ist man nicht in der Lage, Nord Stream 2 in den Mund zu nehmen. Wir sind bei diesen Fragen derzeit nicht stark. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir stärker werden, dass wir die Rechnung, die wir präsentieren, auch klar formulieren. Jede Unsicherheit motiviert Putin, seinen Weg weiterzugehen. Die dritte Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie können wir mit Putin ins Gespräch kommen? Gibt es Möglichkeiten des Kompromisses? Dialog ist wichtig, die Aussprache ist wichtig. Aber bei den Grundprinzipien gibt es keine Verhandlungsmasse. Die Souveränität von Staaten ist unantastbar. Es gibt keine Einflusszonen, in denen Putin entscheidet. Und Krieg ist kein Mittel von Politik im heutigen Europa. Deswegen ist die völkerrechtswidrige Annexion der Krim nach wie vor völkerrechtswidrig. Die vierte Frage, die wir uns stellen müssen, ist, hat nicht Putin schon verdammt viel erreicht? In Belarus hat er freie Hand. Lukaschenko ist heute eine Marionette des Kreml und sie machen gemeinsame Militärübungen. In der Duma wird die Forderung erhoben,
die Ostukraine als Staat anzuerkennen, die Spaltung der Ukraine zu vertiefen. Eigentlich ist das schon Anlass für weitergehende Sanktionen, die wir jetzt auf den Weg bringen müssen. Und vor wenigen Wochen haben wir hier im Europäischen Parlament Alexei Nawalny den Sacharow-Preis überreicht. Jetzt erreicht uns die Nachricht, dass er weitere 15 Jahre in Haft gehen muss, ohne Rechtsgrundlage, ohne ein faires Verfahren. Putin versucht, die Opposition und die Idee der Freiheit wegzusperren in Russland. Und schon allein das ist ein weiterer Grund, Sanktionen gegenüber Russland zu diskutieren. All das geht unter dem Säbelrasseln, das wir von Putin erleben, unter der Drohung dieser großen Kriegsgefahr. Und die fünfte Frage, die ich aufwerfen will, ist unsere eigene Rolle als Europäische Union. Und lassen Sie uns ehrlich sein, wir sind noch nicht ausreichend vorbereitet auf diese Stürme der Weltpolitik, die wir derzeit wieder erleben. Wir sind noch nicht ausreichend vorbereitet. In Genf sitzt kein europäischer Politiker am Tisch, wenn über die europäische Sicherheitsagentur, Architektur diskutiert und entschieden wird. Deutschland, Frankreich versuchen sich zu koordinieren, aber es könnte besser funktionieren in der Koordinierung. Wir wissen, dass bei den Sanktionen immer noch die Frage im Raum steht, ob vielleicht Viktor Orban oder einzelne andere ausscheren und unterschiedliche Positionen vertreten. Und ich muss auch kritisieren, dass in dieser historischen Phase eben kein EU-Gipfel stattfindet, wo die Staats- und Regierungschefs sich treffen und miteinander in der Lage sind, ein starkes Signal auszusenden, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Kein Treffen der Staats- und Regierungschefs in dieser historischen Phase. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Entwicklung ist ein Weckruf. Wir müssen endlich in der Außen- und Sicherheitspolitik unsere Kraft entwickeln, die Einstimmigkeit beenden, eine Cyberabwehrbrigade aufbauen, um unsere kritische Infrastruktur zu verteidigen. Und wir brauchen endlich einen echten Außenminister, der in der Lage ist, für die gesamte Europäische Union wirklich mit Kraft zu sprechen. Ich selbst stehe jeden Morgen in der Früh auf und denke mir, kann denn das sein, dass wir wieder über Krieg reden? Ich glaube, vielen Europäern geht es so. Aber ich sage Ihnen, in Moskau sitzt einer, der bereit ist, Krieg anzuwenden. Er hat es mehrfach bewiesen. Wir werden in einer neuen europäischen Realität aufwachen. Wir werden in einer neuen Europäischen Union aufwachen und wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten. Frieden und Freiheit sind die Versprechen der Europäischen Union. 44 Millionen Ukrainer erwarten Solidarität. Wir als EVP und ich denke auch als Parlament stehen hinter Ihnen. Dankeschön. Da war sie nochmal, der Ruf nach einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die ihren Namen verdient, die das Einstimmigkeitsprinzip verändert und die tatsächlich eine Person nach vorn stellt, die Außenpolitik für die Europäer vertritt. Putin versteht nur die Frage der Macht. Jetzt die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten. Gracias, Presidenta. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, es sind über 8 Jahre vergangen seit der großen Revolution auf dem Platz Maidan. Und es geht hier um die Freiheit, das Freiheitsprojekt, das die Europäische Union hier darstellt. Und wir waren hier der wichtigste Partner bei der wirtschaftlichen Integration und der Unterstützung der Reformen und der Verteidigung der Souveränität und Identität der Ukraine. Und jetzt ist das Europäische Parlament bereit, diese Verpflichtung zu bestätigen und zu erneuern. Wir haben hier gesehen, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Einheiten noch weiter zu stärken aufgrund dieser russischen Aggression. Und wir können unsere Interessen hier verteidigen und die Interessen des Kontinents gleichermaßen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir dass dieser Geist, den Putin aufrechterhält, diesen imperialistischen Geist, dass die Europäische Union und auch die Ukraine ihre eigenen Verpflichtungen weiter einhalten müssen. Wir unterstützen weiterhin alle diplomatischen Foren zur Lösung dieses Ukraine-Konflikts. Konflikt, zum Beispiel das Normandie-Format und auch die entsprechenden Verhandlungen. Die Europäische Union muss hier auch effizient repräsentiert sein bei diesen Diskussionen, bei der Diplomatie. Herr Borrell, wir können nicht ein neutraler Beobachter sein in solchen Fragen, die uns direkt betreffen, unsere eigene Sicherheit betreffen. Keine Region der Welt hat dieses so starke und gerechte Sicherheitssystem. Das sind ja diese Grundsätze, die in der Pariser Charta und in der Schlusscharta von Helsinki festgelegt sind. Und das hat ja auch Russland unterzeichnet. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die eben auch diese Sicherheit und Souveränität bestätigen. Die Grenzverletzungen und die Bedrohung der Souveränität bedeutet, dass man hier entsprechend
verteidigen müssen. Das sind Errungenschaften, die wir erreicht haben. Und Sicherheit, das ist wichtig für uns. Niemand kann hier verleugnen, dass es mehr autonome Strategie geben muss. Und wir können es uns nicht leisten, dass Putin hier uns in Geiselhaft nimmt, uns in Europa. Wir müssen also unsere Kapazität entsprechend ausbauen, um hier auf die neuen Drohungen reagieren zu können. Wir müssen auch strategische Rücklagen und Reserven schaffen, damit wir weiterhin stark geeint dastehen. Und wir müssen hier auch eine neue Weltordnung aufbauen, was den Energiebereich anbelangt, erneuerbare Energien, in denen wir hier stärker investieren müssen. Das ist wichtig. Aber es geht aber auch um die Überzeugung, dass jede neue Unterdrückung der Ukraine enorme Konsequenzen haben wird für Russland. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das vermeiden können. Wir müssen den Frieden aufbauen. Das ist die Grundlage des europäischen Projektes. Wir können nicht die bewundernswertesten Errungenschaften zurückschrauben und auf diese verzichten, die wir erreicht haben, die das Leben von Millionen von Menschen hier verbessert hat. Und Zelensky hat ja auch sich dazu ausgedrückt. Er möchte die Korruption abschaffen, er möchte das Rechtswesen erneuern, er möchte die demokratischen Institutionen aufbauen und stärken. Und das ist genau das, was Putin eigentlich befürchtet. Denn er befürchtet die Demokratie und unser soziales Modell. Und er befürchtet hier Demonstrationen auf dem Roten Platz in Moskau. Und wir müssen hier überzeugen, Putin kann uns nicht überzeugen, denn überzeugen bedeutet ja auch überreden können. Und überreden können, dazu braucht man auch etwas, was man bieten kann, und das fehlt ihm. Man braucht hier Vernunft und Recht dazu. Das bedeutet, dass wir hier noch viel arbeiten müssen. Die Ukraine kann sicher sein, und die sozialdemokratische Familie ist hier an dieser Seite. Und die Personen, die das Leben auf dem Maidan verloren haben oder auch in Donbass und Luhansk, für die müssen wir uns einsetzen. Wir wollen eine Stabilität, wir wollen Reichtum, Wohlstand und Demokratie. Vielen Dank. Also es ist die Verantwortung der Europäer, nicht zuzusehen, nicht Beobachter zu sein, sondern selbst zu handeln. Stéphane Séjourné, jetzt für Renew Europe, Fraktionsvorsitzender. Des Rates, Frau Kommissionspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal möchte ich im Namen meiner Fraktion Renew eine tief empfundene Solidarität dem ukrainischen Volk gegenüber bekunden. Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres steht das Volk in der Ukraine vor einer unvertretbaren äußeren Druck. Und ich muss sagen, die Widerstandskraft der Menschen in der Ukraine nötigen uns Respekt ab. Diese Menschen haben mit ihrem Blut bezahlt für ihre europäische Entscheidung. Und dieses Parlament wird immer an der Seite der Ukraine stehen, wenn es darum geht, die souveräne Entscheidung, die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit zu verteidigen. Ich begrüße die Arbeit von Präsident Zelensky und seiner Regierung. Sie ignorieren die Provokationen und bleiben bei ihrem Reformkurs. Wir sind nicht verantwortlich für die Situation, und dennoch haben wir die moralische Pflicht zu handeln. Wir müssen erstens an der Seite der Ukrainer handeln. Wir müssen entschlossen die Destabilisierungsversuche der russischen Regierung verurteilen. Wir müssen Russland an die internationalen Verpflichtungen in der OSZE bei der Einhaltung des Völkerrechts in der UNO, aber auch im Seerecht erinnern. Wir müssen die Kommission auffordern, eine starke Geste an das ukrainische Volk zu richten. Wir müssen die Tür öffnen für die schrittweise Integration für den Binnenmarkt und die Assoziierung. Dann müssen wir auch handeln für die Aufrechterhaltung des Friedens. Unsere Union geht zurück auf das Versprechen von Frieden. Das muss unser einziger Kompass bleiben. Das erwarten die Menschen in Europa von uns. Das wünschen die Menschen in der Ukraine. Das scheint ja auch die mehrheitliche Meinung der russischen Bevölkerung zu sein. Trotz ständiger Propaganda bleiben die Menschen in Russland gegen eine militärische Intervention. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Die französische, deutsche und polnische Initiativen, die jeder hier begrüßt hat, bleiben natürlich nach wie vor auch eine
Element zur Aufrechterhaltung der Kommunikationskanäle, was wesentlich ist. Drittens müssen wir handeln, um uns wirklich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Da danke ich dem Ratspräsidenten und der Kommissionspräsidentin für diese beiden Beiträge. Wir wollen natürlich am Frieden festhalten, sind aber dennoch nicht naiv. All unsere Institutionen müssen bereits eine gemeinsame Antwort der Europäischen Union vorbereiten und ein Szenario vorbereiten. Der Rat hat bereits Sanktionen beispiellosen Ausmaßes vorbereitet, aber auch Hilfe für Staaten, die durch eine solche Entscheidung am meisten betroffen wären. Wir müssen bereit sein, direkt zu handeln. Europa muss diesmal zeigen, dass die Wirtschaftskraft im Dienste der geopolitischen Interessen steht. Und wir müssen auch langfristig die Sicherheit unseres Kontinentes wahren. Und da dürfen wir uns nichts vormachen. Das ist doch genau auch die Anziehungskraft unseres Modells, die schwierig ist für Putin. Die Bestrebungen der Ukraine werden heute als Bedrohung empfunden. Wenn ich manchmal die Europäer höre, habe ich den Eindruck, wir sind die Einzigen, die eben nicht sehen, was wir sind. Wir sind eine Wirtschaftsmacht, eine Sozialmacht. Wir sind attraktiv insbesondere, aber sind wir auch eine demokratische Macht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Europäische Union spielen eine entscheidende Rolle in diesem Konflikt. Weder nationale Wahlen noch Destabilisierungsversuche noch die Tendenz bestimmter politischer Kräfte im Kreml dürfen unsere Einigkeit in Europa unterminieren. Für den Frieden, für die Ukraine, für unsere Werte und für unsere Mitbürger. Dankeschön. Europa ist und bleibt ein Friedensprojekt, so die Position des Liberalen Stéphane Séjourn, Fraktionsvorsitzende Renew, und jetzt Gar Keller, die Deutsche für die Grünen Fraktionsvorsitzende. Die Ukraine wird bedroht. Ein Land, das genauso wie jedes andere Land entscheiden möchte, wie seine Zukunft aussieht. Das wird aber jetzt bedrängt vom großen Nachbarn. Das ist nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine. Es ist auch ein Angriff auf die grundlegende Idee, wie Staaten miteinander in Beziehung treten. Eine Bedrohung für internationale Beziehungen und für die europäische Sicherheit. Und es macht mich tief traurig, dass wir heute über diese gefährlichen Entwicklungen in unserer östlichen Nachbarschaft diskutieren müssen heute. Dieses Europäische Parlament wurde geboren aus der verheerenden Erfahrung des Krieges und der Gewalt. Die Europäische Union wurde gebaut als Friedensprojekt, als Beispiel für demokratische Zusammenarbeit. Präsident Putins Nationalismus und Imperialismus wirft noch einmal die Frage auf, was unsere Union eigentlich ist. Putin stellen uns ganz in Frage und fordern uns ans Europäer hinaus. Und wir Abgeordnete dieses Hohen Hauses haben eine historische Verantwortung, aufzustehen und klar Russlands Bedrohung und Aggression zu verurteilen. Als Europäische Union, als Parlament der Europäischen Union stehen wir geeint gegen die russische Bedrohung und in voller Unterstützung für die Ukraine. Die Menschen der Ukraine haben unsere Unterstützung, weil sie sich für den Weg des Friedens entschieden haben, für Reformen für ihr Land, für eine bessere Zukunft entschieden haben. Wir müssen vorbereitet sein für Sanktionen gegen Individuen, gegen Einheiten, gegen Branchen in Russland. Ich spreche zum Beispiel von Einfrieren von Vermögensvermögen, Reisebeschränkungen. Ja, und ich spreche auch über Nord Stream 2. Diese Pipeline muss in unser gemeinsamen Sanktionsmechanismus einfließen. Und ja, Sanktionen haben Auswirkungen, auch für uns. Aber wir müssen handeln im Lichte einer Aggression. Als Union müssen wir unsere Abhängigkeit von Russland verringern, insbesondere energiepolitisch. Wir haben die Technologien, mit denen das gelingen kann. Und wir haben Wind und Sonne zur Genüge. Welche Energie wir nutzen, ist eine geostrategische Entscheidung geworden. Und wir müssen diese Entscheidung auch treffen. Wir dürfen nicht vergessen, die Menschen in der Ukraine haben großes Leid durchlebt bereits aufgrund der russischen Aggression, die jetzt schon jahrelang stattfindet in der Ostukraine. 15.000 Menschen fast sind gestorben. Mehr als 1 Million Ukrainer mussten ihr Zuhause verlassen und fliehen. Konflikte können nur
durch diplomatische Mittel gelöst werden. Russland muss seine Truppen abziehen und die Bedrohung durch einen Einmarsch beenden. Eine offene, friedliche Verhandlung muss nun beginnen. Verhandlungen, die sich stützen auf Völkerrecht, auf gegenseitigen Respekt und eine gemeinsame Vision für Frieden in unserem gemeinsamen europäischen Kontinent. Das ist ein Schlüsselmoment für den internationalen Frieden, für die Stabilität und die Sicherheit weltweit. Jetzt ist es an uns, durch Worte und Taten zu zeigen, dass wir geeint stehen, dass wir einstimmig die Menschen in der Ukraine unterstützen, dass sie sich auf uns verlassen können. Vielen Dank. Thank you very much. Ms. Keller, I give Für die Grünen war das die Fraktionsvorsitzende Ska Keller. Ihr folgt jetzt Markus Sani für die Fraktion Identität und Demokratie. Präsidentin von der Leyen, Präsident Michel. Ich glaube, dass heute die Botschaft, die die europäischen Institutionen an das ukrainische Volk richten müssen, eine Botschaft der Solidarität sein muss. Wir können hier keinen Raum für Zweifel lassen. In der Vergangenheit und auch in den Diskussionen in jüngster Zeit haben Europa und auch der Westen allerdings Zweifel gelassen bei dieser Frage. Ich habe heute aufmerksam dem zugehört, was Präsidentin von der Leyen sagte, was Präsident Michel gesagt hat, was der hohe Vertreter Borrell ausgeführt hat. Und ich bin nicht unbedingt einig mit der optimistischen Beurteilung des Handelns Europas in dieser Lage. Ich glaube, dass noch viele Zweifel bleiben bei unserer Haltung gegenüber der russischen Bedrohung, auch insbesondere gegenüber den Drohungen, die Russland heute darstellt an unseren Grenzen. Wir müssen entschlossen und überzeugt der Ukraine vermitteln, dass Europa zu allem bereit ist, für die Integrität der Ukraine einzutreten und auch für die Freiheit. Und das sind Prinzipien, bei denen wir keinen Deut nachlassen können. Und wir müssen auch ganz Aufmerksamkeit unsere Fehler der Vergangenheit analysieren und müssen uns fragen, warum gab es hier eigentlich zu Zweifel? Warum war Europa nicht in der Lage, in der Vergangenheit eine geeinte und konkrete Antwort in dieser Krise zu geben? Es gab ganz klar Fehler. Wir sprachen von der Abhängigkeit unserer Länder, unserer Mitgliedstaaten von der russischen Regierung. Aber das ist ja nichts Neues. Das haben wir nicht erst heute entdeckt. Wir kennen diese Situation seit Jahren und wir haben nichts getan, um diese Abhängigkeit zu verringern. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man nicht eindeutig Haltung bezieht, denn die Dynamik einer Diktatur sind oft schwer zu verstehen für diejenigen, die in freien Ländern leben. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass wir in der Lage sind, unsere Schwächen genau zu verstehen. Diese haben nämlich die Drohungen erst möglich gemacht an unseren Grenzen. Es ist, denke ich, traurig festzustellen, dass 20 Jahre nach dem letzten Krieg, den es gab in Europa, im Kosovo und auf dem Balkan, dass es immer noch Kriegsgefahr gibt an unseren Grenzen. Das ist wirklich ein Scheitern von uns allen, ein Scheitern Europas, ein Scheitern des Westens. Und deshalb denke ich, dass wir heute vor allem natürlich einen Krieg vermeiden müssen, eine Eskalation hin zu einem militärischen Konflikt, den niemand möchte und den wir auch nicht bewältigen können. Aber wir müssen ganz klar die Fehler, die wir begangen haben, in Europa beleuchten. Und wir müssen auch den Mut haben zu sagen, ja, diese uneindeutige Haltung ist ganz klar. Oft wird das unter den Teppich gehört, wie zum Beispiel die Tatsache, dass der Hauptlobbyist Putins ein ehemaliger Regierungschef eines wichtigen Mitgliedstaates der Europäischen Union ist. Also ich denke, wir haben noch Raum, an einer friedlichen Lösung zu arbeiten, ohne von unseren Prinzipien abzuweichen. Ich denke, es gibt auch noch die Möglichkeit, die Waffen zurückzuziehen und auch unter Beweis zu stellen, dass wir geeint sind und dass Europa jetzt eben eindeutig handeln muss. Wir müssen
uns kompakt darstellen, geeint und den Schulterschluss üben mit den westlichen Verbündeten in der NATO, müssen wir diese Situation auflösen. Denn ansonsten wird das immer eine Schwäche sein und wir werden niemals eine Hauptrolle spielen können, eine positive Hauptrolle bei der Lösung der Konflikte und beim Schutz der Freiheiten, für die wir einstehen müssen. Dankeschön. Markus Sani war das mit einem sehr kritischen Blick auf die Performance der Europäer bisher in dieser Krise. Es folgt jetzt Richard Anthony Legutko, ein polnischer Abgeordneter und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Konservativen und Reformist Group. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, als 2008 die russische Armee in Georgien einmarschiert ist, hat der polnische Präsident Kaczynski die Führer von Ukraine, Litauen, Lettland und Estland eingeladen. Und auf einer öffentlichen Sitzung sagte er diese sehr bemerkenswerten Worte: Heute ist es Georgien, morgen die Ukraine und dann kommen die baltischen Staaten dran und in der Zukunft vielleicht auch Polen. Ja, leider sind diese Worte nicht nur bemerkenswert, sondern scheinen sogar prophetisch zu sein. Aber das ist eine Diskrepanz zwischen osteuropäischen und westeuropäischen Sensibilitäten. Für die meisten Osteuropäer ist der russische Imperialismus eine Tatsache, die hier die Existenz bestimmt hat und weiterhin bestimmen wird. Für die Westeuropäer sind es einfach Nachrichten in den Medien, die manchmal sensationell und aufregend erscheinen, aber ganz allgemein sind das doch eher langweilige Geschichten in einem weiten, entfernten Land und vielleicht sogar womöglich von irgendwelchen Fantasten erfunden. Aber heute gelten Worte. Russland ist ein Objekt für große Anziehungskraft geworden für viele Europäer und auch ein wichtiger Partner in entsprechenden politischen Maßnahmen, auch was die Wirtschaftsbeziehungen anbelangt, zum Beispiel auch, um nicht zu vergessen, diese notorische Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Und Deutschland, Österreich, ehemalige Premierminister, Bundeskanzler von Frankreich und von Finnland, die hier für russische Geschäfte arbeiten, für russische Unternehmen arbeiten, angestellt werden. Diese Herren und viele andere darüber hinaus, auch Damen, wenn ich das hinzufügen darf, sind keine Mavericks, aber sie vertreten genau das, was typisch ist für ein großes Segment des europäischen Establishments, hier einen Spaten, eine Spaten zu nennen. Europa ist eine schwache Verbindung in der Verteidigungslinie gegen den russischen Imperialismus. Man wundert sich nicht, dass Putin hier die europäischen Politiker erniedrigen möchte und hier doch ziemlich erfolgreich dabei gewesen ist. Diese Politiker beschließen, hier Russland entgegenzukommen und wollen hier Business as usual führen mit ihm. Und das ist der Grund, weshalb de facto sie die Annexion der Krim akzeptiert haben. Signale, die vor kurzem ausgegangen sind von Europa und auch von anderen Ländern, wurden hier vermischt. Aber es gibt ja doch sehr viel versichernde Gespräche eines härteren Haltung der Europäer gegenüber Russland. Es sind harte Worte gefallen und wir hören das heute auch. Das ist hier doch ein wichtiger Gesprächspunkt, der hier angesprochen werden. Aber wie hart werden dann diese Positionen wirklich werden, nicht nur in Worten, sondern in Taten, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten erst erfahren. Vielen Dank. So, nochmal sehr kritische Töne von Richard Anthony Legutko waren das. Jetzt werden kritische Töne aus anderer politischer Richtung kommen, nämlich aus der linken Richtung. Martin Schirdewan, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Linken. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Europa blickt in den Abgrund eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine, dessen Preis zuallererst die Zivilbevölkerung zu zahlen hätte. Und der Schlüssel zur Überwindung dieser Krise, die die gesamte europäische Friedensordnung
in Frage stellt und bedroht, lag von Anfang an in Diplomatie, in Deeskalation und in beidseitiger verbaler und militärischer Abrüstung. Und das gilt nicht nur für die aktuellen Bemühungen, den Frieden zu sichern, sondern auch für die vergangenen Jahre, in denen die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland sich systematisch verschlechtert haben. Der Ausschluss Russlands aus der G8, die Einstellung der Treffen des NATO-Russlandsrates, die Einstellung der Treffen im Normandie-Format und die Nichtumsetzung des Minsker Abkommens sind Ausdruck eines beidseitigen Scheiterns der Diplomatie. Ein neuer kalter Krieg wurde über Europa gelegt, der droht, zu einem heißen Krieg zu werden. Und in einem bemerkenswerten Artikel, lieber Kollege Weber, hat ein bekanntes deutsches Nachrichtenmagazin in die Zeit zurückgeblickt, in der die westlichen Mächte mit der damaligen Sowjetunion kurz vor der Selbstauflösung des Ostblocks verhandelten. Und es hat detailliert dargestellt, dass etliche der Beteiligten der Sowjetunion mündliche Zusagen machten, dass sich die NATO keinen Zentimeter gen Osten ausdehnen würde. Wir kennen die Realität. 14 hauptsächlich mittel- und osteuropäische Länder sind seit 1990 der NATO beigetreten. Die geostrategische Architektur, und da können Sie noch so dazwischenrufen, wie Sie wollen, der Welt hat sich in den letzten 30 Jahren geändert. Alle Seiten müssen an einer Friedensordnung arbeiten, die den multilateralen Charakter unserer Welt anerkennt, die auf internationalem Recht basiert und die legitimen Sicherheitsinteressen aller Akteure berücksichtigt. Nicht die NATO ist die internationale Ordnungsmacht. Diese Rolle kommt noch immer dem internationalen Recht und den Vereinten Nationen zu. Und ich hätte mich sehr gefreut, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das in dieser Debatte deutlich zum Ausdruck gekommen wäre. Die Beilegung der aktuellen Krise erfordert von allen Beteiligten die unbedingte Bereitschaft, den Frieden zu bewahren. Russland muss die Sicherheit seiner Nachbarn ebenso garantieren, wie die Ukraine aufgefordert ist, das Minsker Abkommen umzusetzen. Die absurde Idee einer weiteren Ostausdehnung der NATO trägt nicht zur Sicherheit, nachweislich nicht zur Sicherheit in Europa bei, sondern zur Destabilisierung. Frieden in Europa wird es nicht geben, sondern nur mit Russland geben, um auch die Bezug zu nehmen auf die Verhandlungen des deutschen Bundeskanzlers gestern mit Wladimir Putin. Doch um ganz klar zu sein, ein Angriff Russlands auf die Ukraine wäre völkerrechtswidrig. Er würde langfristig russischen Interessen ebenso Schaden zufügen wie einer neuen europäischen Friedensordnung. Und das muss die Regierung Putin wissen. Wir wissen aber aus bitterer Erfahrung, dass erfolgreiche Entspannungspolitik nicht auf den Behauptungen von Geheimdiensten basieren kann. Gerüchte sind bereits Teil der Eskalation. Und falls Sie das noch nicht gelernt haben, dann hören Sie mir einfach zu. Fakten sind die Basis des Friedens. Wir wissen auch, dass die US-amerikanischen Gasunternehmen in der Krise einen Boom erleben. Die Gewinne sprudeln und Investoren feiern auf Kosten der europäischen Sicherheit. Die Lehre, die es daraus zu ziehen gilt, ist, dass europäische Sicherheitsinteressen nicht zwangsläufig mit US-amerikanischen Interessen übereinstimmen. Europäische Interessen müssen hier von uns bestimmt werden, ohne transatlantischen Gehorsam. Und Frau Kommissionspräsidentin, europäische Energiesouveränität basiert weder auf russischem noch US-amerikanischem Gas, sondern auf dem schnellstmöglichen Ausbau der erneuerbaren Energien. Über Frieden in Europa muss in unseren europäischen Hauptstädten entschieden werden und nicht in Washington oder im NATO-Hauptquartier. Vielen Dank. Soweit Martin Schirdewan, und die Runde der Fraktionsvorsitzenden beschließt eine fraktionslose Abgeordnete, die Ungarin Andrea Bogsor, die der Fidesz-Partei angehört, die ja kein Fraktionsmitglied der EVP mehr ist. Sehr geehrte Frau Präsidentin, die Sicherheit der Europäischen Union steht im engen Zusammenhang mit der Sicherheit der Ukraine. Die Ukraine ist ein unmittelbarer Nachbar der Europäischen Union. Deswegen machen wir uns große Sorgen über die Situation an den Grenzen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union. Wir denken, dass die Verhandlungen und die Diplomatie zum Ziel führen können.
Der Frieden als Mittel ist der einzige richtige Weg. Und es gibt keine Alternative zur Ausführung des Abkommens von Minsk. Wir müssen Paniken vermeiden und wir müssen auch Maßnahmen vermeiden, die zur weiteren Verschärfung der Situation führen können. Viele Menschen haben ihr Leben verloren, sie mussten ihr Zuhause verlassen, sehr hohe Energiepreise, die Inflation und die Pandemie sind sehr bedeutsame Herausforderungen für die Ukrainer und auch für die Minderheit, die ungarische Minderheit in der Ukraine. Wir müssen Hilfeleistung sicherstellen an die Ukraine, damit sie ein unabhängiges Land bleiben können. Danke. Danke. Frau Kollegin Juknovicene Rasa ist unsere nächste Sprecherin. Dear colleagues, verehrte Kolleginnen, es ist schön zu sehen, dass die Staats- und Regierungschefs der europäischen Familie zusammenstehen, um sich solidarisch zu zeigen mit der ukrainischen Bürgerinnen und Bürger, die wir sind und wie wir leben wollen in der gleichen europäischen Familie. Die europäischen Gründerväter haben ihre Führungsrolle ausgestaltet, um ganz Europa demokratisch zu einen. Und jetzt ist es an uns, genau diese gleiche Führungsrolle einzunehmen, um alle Demokratien auf dem europäischen Kontinent zu einen. Denn ohne eine starke Ukraine gibt es kein starkes Europa mehr. Die Europäische Union wird so stark sein, wie sie dort eine gute Rolle spielen kann. Jetzt dürfen wir nicht naiv Appeasement-Politik betreiben. Wir müssen uns keine Illusionen machen, dass eine Beziehung zu Russlands, Kreml und Putin produktiv sein können oder dass irgendwas anderes hilft. Wir müssen solidarisch bleiben und geeint sein, auch wenn diese Eskalation ohne militärische Aktionen enden. Wir müssen uns fragen, welche führende Rolle die Union spielen kann und was Europa tun kann, um der Ukraine und anderen Ländern zu helfen, die der Europäischen Union beitreten wollen. Wenn Europa weiter mit dem Kremlin Geschäfte machen will, dann wird es weiter hybride Bedrohungen und Bürgerkriege geben. Wir brauchen auch gute Maßnahmen für die Europäische Union. Wir müssen den korrupten Kremlin loswerden wie Krebszellen. Putin droht mit Krieg, um Menschen zu töten. Wir müssen zu Nawalny stehen, der vergiftet und eingesperrt ist. Ich wünsche ihm viel Stärke. Ich danke den Ukrainern. Slava Ukraina, sagt die Rednerin zum Schluss noch. Zu Wort gemeldet hat die EVP-Abgeordnete Juknevičienė Raža von Litauen hat diese zweite Runde eröffnet und am Präsidentenplatz Vizepräsident Othmar Karas, EVP-Fraktion. Herr Vorsitzender, Herr Hoher Vertreter, Herr Kommissionspräsidentin. Wir haben heute angesichts der Situation an der russisch-ukrainischen Grenze das Gefühl des Kalten Krieges. Wir fühlen die ständige Gefahr. Niemand möchte in diese Zeit zurückkehren. Was heißt niemand? Putin und seine Genossen scheinen immer noch erpicht darauf zu sein. Und an der Grenze zur Ukraine führen sie das größte Militärmanöver seit vielen Jahren durch. Die Ukraine wird bedroht und auch die Welt insgesamt ist dieser Drohung ausgesetzt. Die Europäische Union und die transatlantischen Verbündeten haben diese Botschaft vernommen und wir müssen nun in der Lage sein, dieser Herausforderung gerecht zu werden. Wir wollen keine Botschaft des Krieges aussenden, wollen aber Herrn Putin daran erinnern, dass ein solcher Krieg nicht straffrei gestattet werden kann. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen von Russland. Unsere Botschaft lautet Dialog, Völkerrecht, Diplomatie. Dadurch wollen wir die Konfrontation verhindern, Lösungen finden für Probleme. Das ist der Weg in die Zukunft. Das ist der Weg, den das Parlament und die Europäische Union heute Russland vorschlagen, um eine vernünftige, realistische Lösung zu finden, unter voller Achtung der Unabhängigkeit und der territorialen Integrität der Ukraine.
Präsident Putin, wir sind sicher, Sie werden die richtige Entscheidung treffen für die Ukraine und auch für Europa. Der portugiesische Sozialdemokrat Pedro Marques war das, sozusagen Zweiter in dieser zweiten Runde dann von Abgeordneten. Jetzt Petras Auštrevičius von Renew Europe. Aus Litauen ebenfalls. Herr Präsident, hohe Vertreter, Vertretung der Kommission, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte allen sagen, die Ukraine ist Teil der europäischen Familie. Das gilt auch für Belarus. Die ukrainische Sicherheit ist die europäische Sicherheit. Und es ist ein Anliegen für uns alle. Die militärische Bedrohung, die durch Russland auf die Ukraine ausgeübt wird, bestätigt eigentlich nur die Hoffnungslosigkeit und Aggressivität des Kremls. Ich hoffe sehr, dass der Westen hier wirklich die Chance sieht, hier zu lernen aus Geeintheit, Einigkeit und gemeinsamer Reaktion. Wir werden hier die Lehren auch für die Zukunft ziehen, denn Putin hat weder die Bereitschaft, wie es scheint, noch das Interesse, sich zu ändern. Wenn wir der Ukraine die Möglichkeit geben, sich zu reformieren auf der Basis der europäischen Erfahrung der Partnerschaft, unterstützen wir und investieren wir in die Zukunft einer demokratischen und prosperierenden Ukraine. Wir befähigen das Land und die Bevölkerung, hier jetzt daran aufzubauen, was sie 2014 bereits erreicht haben mit der Revolution. Die Ukraine entscheidet ihre eigene Zukunft. Ich bin stark davon überzeugt, dass die Zukunft der Ukraine nicht Lähmung sein wird, sondern europäische Entscheidung sein wird. Insbesondere die baltischen Staaten haben sehr viele Bedenken im aktuellen Prozess rund um Ukraine-Russland. Jetzt als nächste Rednerin die deutsche Grüne Viola von Gramont-Traubadel. Hi, Representative. Verehrte Kollegen, Herr Präsident, hoher Vertreter, der Krieg ist so ungerecht und hässlich, dass alle, die Krieg führen, das Gewissen und die Stimme des Gewissens in sich selbst verstummen lassen. Leo Tolstoi, der größte Pazifist, hat das gesagt. Putin sagt ironischerweise, dass er ihn am meisten beeinflusst hat. Offensichtlich hat der russische Präsident sein Gewissen zum Schweigen gebracht und hat jetzt den Kontinent vor einen Krieg gebracht. Wie sonst? Oder warum sonst hätte er sonst 175.000 Soldaten an die ukrainische Grenze beordern sollen? Und die Ukraine ist ein großes Land, ein großartiges Land mit großartigen Menschen. Es steht jetzt auf für sich selbst und kann morgen nur stärker werden. Und deshalb droht jetzt Russland mit Krieg. Putin weiß, wenn er die Ukraine jetzt nicht übernimmt, dann wird er das später nicht mehr tun können. Was der russische Präsident als Fenster der Gelegenheit sieht, ist ein tödlicher Schuss für ihn selbst. Ukraine kann für Russland das werden, was Afghanistan für Russland war, ein Ende des Imperialismus. Krieg ist nicht nur hässlich und ungerecht, es ist auch sinnlos, es gibt keine Gewinner, bringt nur Leid und Zerstörung für die Menschen auf beiden Seiten. Und wenn Putin den Krieg beginnt, dann werden die Russen selbst, die Menschen in Russland, die Konsequenzen tragen müssen. Mütter werden über ihre Söhne weinen. Die Rentner werden fühlen, dass Sanktionen aus dem Westen greifen. Die Ukrainer sind stark. Sie kämpfen für ihr Land. Sie stehen hier auch nicht alleine in diesem Kampf. Sie haben verlässliche Freunde und vor allen Dingen die Wahrheit steht auf ihrer Seite. Vielen Dank. Danke. Ich erteile nun Herrn Jörg Meidersen das Wort. Thanks so much, Mr. President. Mr. Borrell. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Borrell. Frau von der Leyen ist leider schon gegangen. Ich habe die Reden genau gehört und möchte zwei Dinge bemerken. Frau von der Leyen sagte, dass Russland heute die Atompolitik zur Waffe macht. Also da möchte ich sagen, das haben wir schon vor 5-6 Jahren gesagt. Wenn Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland gebaut wird, wird das zur Waffe werden. Da
gab es keine andere Möglichkeit. Es gibt keine Energiepolitik ohne andere Politiken. Wirtschaftspolitik, Verteidigungspolitik, das liegt auf der Hand. Aber die Deutschen wollten diese Verbindung zu Russland aufbauen. Und so, das haben wir jetzt davon. Natürlich wird das als Waffe verwendet. Darüber brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr aufzuregen. Zweitens. Alle sagten, wir sind zu allem bereit. Frau von der Leyen, Herr Borrell haben gesagt, wir sind für jedes Szenario vorbereitet. Das kann ich nur hoffen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man sich die Fakten ansehen möchte. Als die Estland der Ukraine militärische Hilfe leisten wollte, wer hat das dann blockiert? Die deutsche Regierung. Die deutsche Regierung hat gesagt, nein, nein, das geht nicht, weil es unsere militärische Ausrüstung aus der ehemaligen DDR ist. Das geht nicht weiter an die Ukraine. Also ich sehe da keine Harmonie innerhalb der EU. Es ist eine Tatsache, dass Russland eine Bedrohung ist. Aber ich glaube, Panik ist nicht angebracht. Wir müssen natürlich für alles bereit sein. Ja, das schon. Die Vorredner haben bereits gesagt, dass Krieg sinnlos ist. Ja, natürlich für uns mag das so sein. Aber ich glaube, wir sind da auch sehr von Emotionen geleitet. Wir müssen uns vor Augen halten, was Russland möchte. Wenn man sich die Truppen ansieht, 135.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze, das reicht nicht aus, um die gesamte Ukraine zu besetzen. Das reicht nicht aus. Die Ukraine ist ein anderes Land als noch vor 8 Jahren. Man hat hier gute Fortschritte in die richtige Richtung gezeitigt. 135.000 Soldaten reichen aber aus, um kleinere Maßnahmen in der Ostukraine zu übernehmen. Wenn man sich das russische Parlament ansieht, da wird jetzt ganz offiziell Donetsk und Luhansk werden anerkannt als unabhängiges Land. Das wird vielleicht noch einige Tage dauern, weil vielleicht, dass man um Hilfe bittet, weil die ukrainische Regierung eventuell dieses neue Land angreift. Also 135.000 Soldaten, das reicht durchaus aus für kleine Nadelstiche in diesen Regionen. Das Wort hat Vizepräsident Ziele Roberts gebeten. Herr Präsident, Hoher Vertreter, die Ukraine heute hat die Einheit gezeigt. Worum geht es denn? Es geht um das ukrainische Volk, das hier auch Teil der westlichen Demokratie sein möchte. Und die demokratische Regierung und der demokratisch gewählte Präsident führen dieses Land an. Aber die ukrainische Regierung braucht unsere Unterstützung für diesen Tag der Einheit, der heute ausgerufen wurde, denn der Kreml glaubt vielleicht, dass die Ukraine frei sein sollte es wird ja manchmal oder es wird immer wieder behauptet von Russland, dass das so nicht ist. Aber wir haben unsere Erklärungen und die müssen klar und deutlich darauf ausgerichtet sein, dass die Türen für Europa offen sind. Schnell kann das nicht gehen, aber die Türen müssen weiterhin offen sein und wir dürfen hier nicht nur finanzielle Hilfe leisten, sondern müssen auch hier Unterstützung leisten, was Waffen anbelangt. Aber dann geht es um die Frage, hier Russland zu irritieren oder zu ärgern. Ich meine, es gab ja die Möglichkeit, diese Woche in dieses Haus zu kommen. Aber unsere ausgestreckte Hand an die Ukraine, die wackelt. Zelensky hätte diese Woche hierher kommen können. Wir müssen unsere Energiepolitik sehr bald ändern. Das wollte ich auch noch sagen. Danke. Dies also noch einmal eine baltische Position zu dieser sehr verzwickten Lage für die Europäer, vorgetragen von einem Vizepräsidenten, jetzt aber in der Abgeordnetenfunktion. Und jetzt Manu Pineda für die Europäische Linke. Dankeschön, Herr Präsident. Wir waren kurz davor, dass die beiden größten Atommächte der Welt in offenen Konflikt miteinander gehen und Europa
wird benutzt als Schachbrett dafür. Ich spreche in der Vergangenheit, weil die USA und der militärische Arm der USA, die NATO, ohne keine Argumente dafür hatten. Aber sie hatten auch Argumente auch nie nötig, um Kriege zu beginnen. Die USA führen weit von ihrem Territorium weiter Krieg und viele europäische Regierungen haben unverantwortlich gehandelt, haben Öl ins Feuer gegossen. Die NATO benutzt Europa, insbesondere die Grenzen mit Russland, wie eine riesige Militärbasis im Dienste der Wirtschaftsinteressen, der Militärinteressen und der geostrategischen Interessen, die aber nicht Interessen von Europa sind. Herr Borrell, wir haben viele Meinungsverschiedenheiten, aber das heißt jetzt nicht, dass ich Sie nicht als Menschen des Friedens achte, der Konflikte friedlich und politisch lösen möchte. Ich bitte Sie dringend, nicht zuzulassen, dass die EU ein Schachbrett, eine Militärbasis für diese US-Maschinerie wird, die gerade auch unseren Planeten bedroht. Vielen Dank. Wir schalten jetzt nach Athen zu unserem Kollegen Kostas Papadakis. Diese Gefahr der kriegischen Auseinandersetzung an der Grenze zwischen Russland und Ukraine betrifft den Wettlauf um die Aufteilung von Märkten und geopolitischen Einfluss zwischen USA, NATO, EU und Russland. Keine Seite dieser imperialistischen Konfrontation steht für die Interessen des Volkes. Die Europäische Union möchte sich jetzt als Friedenstaube gerieren und hat doch auch Truppen nach Syrien und in andere Länder entsandt. Die amerikanische Basis in Alexandroupoli entwickelt sich zu einem strategisch wichtigen Zentrum des Vorantreibens der amerikanischen Truppen, um Russland einzukesseln. Und dies trägt die Unterschrift der heutigen und vorherigen griechischen Regierung, wobei das griechische Volk großen Gefahren ausgesetzt wird. Das Volk ist besorgt, dass in diesem organisierten, auf Selbstzweck ausgerichteten Wettkampf alle ausländische Basen ausgebaut werden, dass das neue griechisch-amerikanische nicht unterzeichnet wird, dass Truppen aus dem Ausland zurückkehren aufgrund der imperialistischen Pläne der USA, NATO und der EU. Alle imperialistischen Bündnisse müssen zerschlagen werden. Das Volk muss an die Macht kommen. Das war die Zuschaltung aus Athen live zum Ende der zweiten Runde. Dritte Runde eröffnet Michael Gahler, EVP-Fraktion. Er ist Berichterstatter für die Ukraine seiner Fraktion und außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion. Es ist jetzt hier wieder neue Zeit angebrochen. Wir sehen, wie Russland hier destabilisiert und hier vorgeht. Russische Redner wurden hier nicht diskriminiert und das ist falsch. Und die NATO-Mitgliedschaft ist auch keine große Bedrohung. Es sind nicht unsere Waffen, sondern es sind die Werte, die Macht der Werte und die Attraktivität der demokratischen Gesellschaften, die hier eine entsprechende Bedrohung ausüben auf die auf Russland mit diesen potenkischen Fassaden, hinter denen sich verbergen. Die Option hat er gestern alle offen gelassen, Präsident Putin. Er hat auch bei der Pressekonferenz hier nach wie vor diese offensichtliche Lüge weiter verbreitet, dass es hier einen Genozid gibt im Donbass. Er hat hier alle Arten von Möglichkeiten aufgezeigt. Ein Volk, eine Sprache, eine Kirche, das stimmt nicht, Herr Putin. Wir müssen jetzt hier ganz achtsam sein und eben auch diesen Druck ausüben auf Russland, damit eben hier nicht diese russischen Ansprüche weiter gefolgt werden. Es kann nicht um Hunderttausende Pässe ausgegeben werden an die Menschen in Donbass und Luhansk und dann diese russischen Bantustans weiter fördern und dann gleichzeitig die Forderung ausstellen, dass die Ukraine hier einen Sonderstatus für diese Region aussprechen sollte. Es gibt eine externe Bedrohung, die für die Ukraine sich darstellt. Wir müssen aber eben auch versuchen, hier diese internen Teilungen zu vermeiden. Es ist jetzt hier nicht an der Zeit, hier interne Kämpfe weiterzustellen. Wir brauchen hier eine ehrgeizige Reformagenda, die die Ukraine eben hier wirklich zu einem widerstandsfähigen europäischen Land macht, mit einer gemeinsamen Zukunft. Diese Perspektive muss geben. Lang lebe die Ukraine. Danke. Soweit Michael Gahler. Zweiter Redner jetzt in dieser dritten Runde, Toni Piccola, der Sozialdemokrat für seine Fraktion, mit 2 Minuten. Danke schön, Herr Präsident, Herr Hoher Vertreter, Herr Kommissar. Die Beziehungen zu Russland waren schon lange am Tiefpunkt. Die meisten politischen Herausforderungen an unseren Außengrenzen haben direkt oder indirekt mit Russland zu tun.
Die Liste offener Fragen ist lange. Desinformation, hybride Bedrohung, Finanzierung antidemokratischer Kräfte in der EU und ausländische Einmischung. Aber das Hauptaugenmerk liegt heute auf der Ukraine. Natürlich nach 8 Jahren Krieg mit 14.000 Toten ist die Situation in und um die Ukraine eine globale Bedrohung. Russland unterminiert die demokratischen und soziologischen Entwicklungen in der Ukraine ja seit Jahren bereits durch politische und wirtschaftliche Mittel und auch durch Desinformation. Was können wir tun, um den Ukrainern am besten zu helfen in der Krise? Obwohl es keinen Fortschritt gibt, gibt es keine Alternative zu Gesprächen. Diplomatie ist der einzige Ausweg aus dem düsteren Szenario. Die Europäische Union muss die Ukraine weiter unterstützen durch Partnerschaft, durch wirtschaftspolitische Unterstützung und durch Reformunterstützung. Wir sollten weiter daran arbeiten, die Kosten einer russischen Aggression in die Höhe zu treiben durch Sanktionen gegen Individuen, Banken und Unternehmen, die Mitarbeiter an einem Angriff Nord Stream 2 stoppen. Im Fall einer Aggression wäre eine starke Waffe erhöhen. Die international anerkannten Grenzen müssen gewahrt werden. Das Land muss sich frei für die Zukunft entscheiden können. Die Krise hat einmal mehr gezeigt, dass eine lokale Krise in Europa eine globale Bedrohung werden kann mit verheerenden Auswirkungen möglicherweise. Das ist ein dringender Weckruf für die EU, die eigene Reaktionsfähigkeit auszubauen, die dann auch einstimmig erfolgt. Wir warten auf eine EU-Strategie gegenüber Russland und bis dahin müssen wir uns an der Seite der Ukraine Und auf diesen Beitrag folgt Nathalie Lusson. Sie, die Französin, war 2019 in ihrem Land einmal Ministerin für europäische Angelegenheiten, jetzt für die liberale Fraktion hier am Pult. Danke schön, Herr Präsident. Lieber Josep Borrell, die Ukraine möchte keinen Krieg, Europa auch nicht, nicht mehr als die Vereinigten Staaten. Und ich bin tief davon überzeugt, dass das russische Volk ebenfalls Frieden wünscht. Aber mehr als 130.000 russische Soldaten stehen an der ukrainischen Grenze. Beispielsweise russische Manöver finden in Belarus statt. Russische Kriegsschiffe sind in ungesehener Zahl im Schwarzen Meer. Es wurde zwar angekündigt, dass die Russen zurückgezogen werden, aber gleichzeitig gibt es Cyberangriffe auf die Ukraine und Wladimir Putin hat einen sogenannten Genozid im Donbass verkündet, was es nur in seiner Vorstellung gibt. Wenn es einen Krieg gibt, trotz der diplomatischen Bemühungen von Olaf Scholz und trotz Emmanuel Macron, trotz der Zurückhaltung von Präsident Jelinski, wird Putin der einzige Verantwortliche sein, aber den Preis dafür zahlen müssen. Er hat beschlossen, die Ukraine zu schwächen, nicht weil die NATO ihn bedroht, sondern aus einem ganz profanen Grund, der uns alle betrifft. Heute kehrt Kiew Russland den Rücken zu und richtet den Blick nach Europa. Die Ukraine möchte nicht in die Sowjetunion zurückkehren, vielmehr träumt sie von der Europäischen Union. Meine Damen und Herren, wir sind die größte Hoffnung der Ukraine. Ich möchte uns dazu aufrufen, die Ukraine nicht zu enttäuschen. Slava Ukraini. Da ist noch viel zu tun für die Europäer in der gemeinsamen Linie. Nächster Redner in dieser dritten Runde, Sergej Lagodinsky von den deutschen Grünen hier in der Europäischen Grünen Fraktion. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa korkea edustaja. Herr Präsident, hohe Vertreter. Wir haben die Reden jetzt gehört, dass die Europäische Union hier gemeinsam arbeitet. Trotz dieser Reden, denke ich, ist es doch klar und deutlich, dass die EU nicht mit ihrem vollen ganzen Gewicht aktiv ist. Die NATO engagiert sich in dieser Krise. Aber die EU hat 6 Mitgliedstaaten, die nicht Mitglieder der NATO sind. Sie glauben nach wie vor an der Neutralität, auch wenn die Fakten hier gegenwärtig nicht dafür sprechen. Einige dieser Länder hoffen, dass die Europäische Union hier eine Verteidigungsunion aufbauen wird. Diese Aspiration ist auch nicht von den Tatsachen gestützt. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es sehr wichtig, dass die NATO hier alle
nicht Mitgliedstaaten aufruft, hier auch mitzumachen. NATO hat ja bereits, oder Putin hat bereits erreicht, dass in Finnland jetzt ein Bestreben gibt, hier sich der NATO zuzuwenden. Sie wissen ja, dass Finnland seit Jahren ein enger Partner der NATO war, und es ist notwendig, dass in dieser Lage wir doch auch entsprechende Unterstützung zeigen für die Ukraine. Es geht um die territoriale Integrität und Souveränität, und wir müssen hier gemeinsam auf der gleichen Seite kämpfen und auch zeigen, dass wir das ernst nehmen bei den Aktionen und Reaktionen. Und die Sanktionen müssen auch Putin und seinen engeren Kreis ansprechen und auch das Gas entsprechend ansprechen. Danke. Ich bleibe jetzt vorsichtig bei meinen Voraussagen über den nächsten Redner. Es gibt immer mal Änderungen, aber so ist es eben im Leben, auch im Europäischen Parlament. Verehrte Kollegen, Frankreich hat keine diplomatischen Fortschritte erzielt durch Macrons Besuch in Moskau. Es bleibt eine Bedrohung für die Ukraine, wo die USA warnen. Diese Kriegsbedrohung, da wissen wir nicht, was damit ist. Wir müssen bei den Fakten bleiben. Die Manöver sind nur deklaratorisch. Und wenn jetzt ein Einmarsch passiert, dann ist es ja keine Überraschung mehr. Macron hat sich mit Putin beraten, hat etwas anderes gesagt als Russland. Der Sprecher hat gesagt, dass das, was Macron gesagt hat, nicht richtig war. Viele Waffen werden von den Amerikanern der Ukraine verkauft. Und Macron möchte es wie de Gaulle machen, zu den USA und Russland gleichen Abstand haben. Die Energie ist hier wichtig. Wir wollen Nord Stream 2 schließen für den größten Gaslieferanten für Europa. Aber Algerien und Katar sind ja auch keine großen Demokratien. In Kiew werden europäische Gelder verschwendet. Was machen wir da überhaupt in dieser Region? Ob eine makrofinanzielle Hilfe für die Ukraine von 1,2 Milliarden Euro ist noch ein Beispiel für Verschwendung. Man muss auch daran erinnern, dass 17 Milliarden Euro bereits geflossen sind als Zuschüsse und Hilfe. Die werden nie zurückgezahlt, obwohl der Rechnungshof auf Korruption hingewiesen hat. Ja, ich möchte noch abschließend sagen, niemand möchte den Krieg in Europa. Vielen Dank. Die Rednerin hat leider sehr schnell verlesen. Eine argumentative Breitseite gegen die Ukraine von Hélène Laporte von Identität und Demokratie. Wenn es jetzt stimmt, dann kommt jetzt Witold Jan Waschikowski von der Europäischen Konservative und Reformisten. Wir wollen schauen, ob das so eintrifft. Otmar Karasch hier als Vizepräsident am Pult. Herr Präsident, Sie müssten das Mikrofon einschalten. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję. Herr Präsident, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Seit langer Zeit sprechen wir über Sanktionen gegen Russland wegen der Erpressung der Ukraine und eines Teils Europas. Unglücklicherweise ist es im Anschluss an den Besuch von Kanzler Scholz nach Moskau so, dass ich Zweifel daran habe, dass die Sanktionen jemals verhängt werden. Und wir unterstützen die Ukraine, aber wir scheinen hier eben nur Bekundungen der politischen Solidarität in die Ukraine zu schicken. Ich freue mich jetzt, dass wir auch über eine größere Finanzhilfe der Ukraine gesprochen haben. Doch ich denke, irgendwann müssen wir auch nachdenken über eine Stärkung unserer weitergehenden Zusammenarbeit mit der Ukraine. Wir müssen einen Pfad aufmachen für die Ukraine im Hinblick auf den Beitritt zur Europäischen Union. Das betrifft die Ukraine, Georgien und die Republik Moldau. Vielleicht könnten wir damit beginnen. Zunächst einmal die baltische Initiative der Hafenstädte ansehen oder vielleicht auch andere Wege. Und dann wäre es auch eine Möglichkeit, diese Länder anzubinden an den Binnenmarkt. Und
dann der Beitritt zur Europäischen Union gemäß den Kopenhagener Kriterien. Der Wirtschaftserfolg der Ukraine ist notwendig und sie müssen die Möglichkeit haben, als Alternative zu Russland der EU beizutreten. Das wäre gut für Europa und die Ukraine. Ich bitte nun Herrn Mick Wallace zum Rednerpult. Spricht für die Europäische Linke, der Mick Wallace. We've had 3 months of this farce now. Drei Monate dieser Phase haben wir jetzt und die US und das Vereinigte Königreich überfluten die Medien mit Informationen und alles und es sind hier nicht nachprüfbare Quellen, die dann dafür dienen. Die NATO und USA unterstützen die Ukraine und man spricht von einer Androhung der russischen Invasion. Die Ukraine fordert, geschützt zu werden. Es geht hier um die westlichen Interessen, die hier vor allem geschützt werden und der gesamte Komplex. Aber es geht auch um das Interesse der USA, was Erdgas und Erdöl anbelangt. Und die letzten Monaten haben wir gesehen, dass die USA und NATO nichts getan haben für den Frieden in Europa. Es gab hier Thinktanks, es gab den Atlantikrat. Nichts hat hier zu etwas geführt. Die Menschen wollen Frieden in Europa und man sollte dazu aufrufen, die NATO abzuschaffen. Unser nächster Sprecher ist Herr Milan Uhrig. Gehört zu den fraktionslosen Abgeordneten. Ende von Runde 3 in dieser Aussprache. Milí progresívni protiruskí štváči. Vielen Dank. Progressive, antirussische Kriegstreiber haben seit Monaten gesagt, Russland möchte die Ukraine angreifen. Liberale Medien schreiben Artikel über Russland und dämonisieren Russland, als ob Russland Europa bedroht. Präsident Biden hat noch vor einigen Tagen prophezeit, heute wird die Russische Föderation die Ukraine angreifen. Was ist passiert? Gar nichts. Und ich sage Ihnen im Namen der Hälfte der Menschen in der Slowakei. Nach heutigen Statistiken ist es so, dass die amerikanischen Kriegsreiber und ihre Handlanger in Europa wollen die Armee nach Europa holen und einen Krieg anzetteln. Gehen Sie wieder zurück in Ihr Land. Was soll das der Ukraine bringen, diese Provokation? Sehen Sie, was Orban erreicht hat. Er hat konstruktiv und friedlich über die Krise verhandelt, über niedrige Energiepreise. Das sollte Europa tun. Zusammenarbeit, nicht Kriegtreiberei. Dankeschön. Nun hat sich als nächster Redner Herr Andrius Kubilius zu Wort gemeldet. Und er gehört der EVP-Fraktion an und ist jetzt abgeholt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen heute verstehen, dass Russland unter Putin eine postimperialistische Macht ist auf dem absteigenden Ast. Russland unter Putin ist der neue kranke Mann Europas. Intern hat Putin Angst vor Nawalny, im Äußeren hat Russland Angst vor dem Beispiel einer erfolgreichen Demokratie in der Ukraine. Das autoritäre Russland ist die größte Bedrohung zur Sicherheit des Kontinentes. Putin wird sich nicht ändern. Die Bedrohung der Ukraine wird noch jahrelang andauern. Denn das ist eben die Art und Weise, wie der Kreml versucht, die ukrainische Wirtschaft zu schwächen. Die Zukunft der Demokratie in Russland wird mit Putin nicht möglich sein. Wir brauchen eine starke Ukraine, die sich selbst verteidigen kann. Das wird eine Aggression von Seiten des Kreml abschränken, denn nur die Schwäche des Gegners provoziert Putin hin zu weiteren Bedrohungen und Aggressionen. Deshalb brauchen wir den politischen, militärischen und wirtschaftlichen Erfolg der Ukraine. Die Integration in der EU ist die einzige Art und Weise, dies zu erreichen. Deshalb sollte die EU einen neuen Prozess der beschleunigten Integration, zunächst einmal Integration in den Binnenmarkt, auf den Weg bringen. Eine solche Integrationsstrategie wäre die beste langfristige Strategie, um Russland abzuschrecken. Deshalb denke ich, wir müssen dieses Instrument beibehalten, um langfristigen Frieden in Europa zu gewähren. Slava Ukraini.
Es lebe die Ukraine. Dieser Spruch kommt relativ häufig am Ende der Redebeiträge. Dritte Runde. Der Sozialdemokrat Sven Mixer wird jetzt als Nächster das Wort ergreifen, ist aufgerufen vom Vizepräsidenten. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sagen immer, dass wir die Souveränität der Ukraine und die territoriale Integrität unterstützen. Und die Souveränität bedeutet ja auch, dass ein Land seine eigenen Bündnispartner wählen kann. Die euroatlantischen Aspirationen der Ukraine sind voll legitim und es müssen hier unter den Bedingungen der Ukraine allein hier gefördert werden und nicht unter Einfluss anderer. Die Bedrohung der ukrainischen Grenze hat uns in Europa näher an einen großen Konflikt gebracht. Es ist natürlich, dass wir hier eine Deeskalation wollen. Wir müssen aber so agieren, dass es auch zu einer echten Deeskalation führt. Hier Beschwichtigung oder hier noch mehr Zugeständnisse zu machen zur territorialen Kontrolle würde nicht die Deeskalation fördern, sondern dem Aggressor nur ein Signal geben, dass hier mit dieser Einschüchterung und dieser Taktik das Ganze funktioniert. Wir brauchen hier eine gemeinsame Abschreckung aller demokratischen Nationen Europas. Abschreckung ist nicht Eskalation. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass hier eine unzweideutige Botschaft übermittelt wird und dass wir geeint zusammenstehen und hier nichts. Und Russland ist hier, oder Putin ist hier ein entsprechender russischer Spieler. Er möchte hier mehr gewinnen. Und die klare, deutliche Botschaft an Russland ist, dass hier eine entsprechende Antwort der internationalen Gemeinschaft kommen wird, wenn er denn zur Aggression schreiten wird. Und es geht um politische Sanktionen und wirtschaftliche Sanktionen. Dann geht es um die Stabilität der Ukraine, sich selbst verteidigen zu können. Und hier möchte ich erneut betonen, dass hier Ukraine zuversichtlich sein wird und wenn es stärker ausgestattet ist, auch mit Waffen, dann ist Ukraine stärker und kann auch hier nicht bedroht werden durch die russische Aggression. Nichts zu tun ist vielleicht ein friedvoller Akt, aber nichts ist weiter weg von der Wahrheit. Danke, Herr Kollege. Es folgt jetzt in dieser Aussprache zumindest angekündigt Bernard Guetta, Frankreich für Renew Europe. Monsieur le Haut Représentant, Herr Hochvertreter, verehrte Kollegen, wir sollten auf unsere Erfolge blicken, nicht um jemanden zu demütigen, nicht um uns selbst zu loben, sondern um uns bewusst zu werden, was unsere Stärke ist. Geeint wie nie zwischen europäischen Partnern und europäischen amerikanischen Verbündeten haben wir Herrn Putin zum Nachdenken gebracht. Er hat sich die Risiken der Sanktionen angeschaut, der Isolierung und insbesondere der Zusammenarbeit mit China, was eigentlich ja den echten Interessen Russlands entgegenläuft. Und er möchte jetzt Dialog, Verhandlungen und eine Einigung mit uns. Herr Putin, wir stehen dazu bereit. Wir sollten über Sicherheit sprechen, nicht nur über Ihre sogenannten Bedenken, auch über Ihre Einmischung sollten wir sprechen, über Ihre Truppenzusammenziehung, über Ihre Bedrohung gegenüber den Nachbarn, um über das Schicksal und Ihren Weg zu bestimmen. Herr Putin, seien Sie versichert, beruhigen Sie sich selbst und Ihre Nachbarn. Erhalten Sie sich Ihre Freundschaft, indem Sie Ihre Freiheit respektieren. Machen Sie sich sie nicht zu Gegnern durch Bedrohung und unterdrücken Sie sie nicht wie Belarus. Herr Putin, beruhigen Sie sich auch selbst. Sie hatten ja Bedenken und Beunruhigungen. Wir möchten nur Frieden, Stabilität und Zusammenarbeit auf unserer Seite. Unter Partnern und Verbündeten müssen wir jetzt zusammenarbeiten und Ihnen gemeinsame Vorschläge unterbreiten. Wir sind dazu bereit. Frieden, ein nachhaltiger Frieden für unseren gemeinsamen Kontinent. Darüber müssen Sie entscheiden, Herr Putin. Sie müssen dazu auch bereit sein. Danke. Danke. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Sergej Lagodinsky. Dear colleagues, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Positive in dieser Situation ist, dass wir sprechen. Aber die Geschichte wird uns beurteilen,
wenn wir nur dann, wenn wir über die kurze Frist hinausdenken. Kurzfristig müssen wir die jetzige Krise überwinden. Wir müssen insbesondere die harten Verhandlungen durchziehen, die jetzt als großer Fortschritt erachtet wurden. Wie sieht es aber auf mittlere Sicht aus? Wie können wir sicherstellen, dass wir eine nachhaltige Lösung haben und dass wir es Russland nicht ermöglichen, wieder bedrohlich aufzutreten gegenüber der Ukraine oder anderen Nachbarn immer und immer wieder? Wir müssen klar machen, dass wir nur zur Tagesordnung zurückkehren können, wenn Russland seine Propaganda gegen die Ukraine aufgibt, wenn die Bedrohungen gegen die Ukraine eingestellt werden und wenn keine Lügen mehr erzählt werden über die Ukraine, wie zum Beispiel diese Lüge über einen angeblichen Genozid oder die Diskriminierung von russisch Sprechenden. Das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Wir müssen alles daran setzen, dass diese Erpressung, der wir jetzt ausgesetzt sind, sich nicht wiederholt. Und wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir das Minsker Abkommen weiterentwickeln können, über das Mantra hinaus, dass wir gebetsmühlenartig wiederholen. Denn wir brauchen mittelfristig ein effizientes Instrument und langfristig müssen wir mit Russland dort uns zusammensetzen, wo wir das können und uns dort lösen, wo wir müssen, zum Beispiel auch im Energiesektor. Deshalb ist Nord Stream 2 nicht Teil der Sanktionen, sondern egal wie es aussieht, Nord Stream 2 ist absolut nicht akzeptabel. Danke. Und das Wort hat Herr Harald Wilimski gebeten. Ich erteile Sie. Danke, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir heute das Ukraine-Russland-Thema erörtern, wäre es aus meiner Sicht hilfreich, auch sich das Jahr 2003 zurück in Erinnerung zu rufen. Das Jahr 2003, wo nämlich der damalige US-Präsident Bush, der damalige US-Verteidigungsminister Powell und der britische Premier Blair die Weltöffentlichkeit belogen haben und in den Irakkrieg hineingetrieben haben. Erinnern wir uns auch zurück an das Jahr 2014, ja, nach dem Maidan, wo hier die Ukraine neu geordnet wurde und hier der Sohn des damaligen US-Vizepräsidenten Biden, nämlich Hunter Biden, in den Aufsichtsrat von Burisma, der einer der größten ukrainischen Energiekonzerne, gehievt wurde und die US-Amerikanerin Jarenko, glaube ich, dann im Expressverfahren umgebürgert wurde und am Abend desselben Tages dann Ukrainerin war und Finanzministerin wurde. Es geht hier immer um Geschäftsinteressen und auch hier hat der aktuelle Konflikt aus meiner Sicht den Geruch von veritablen Geschäftsinteressen. Ich möchte als Österreicher zusätzlich anmerken, dass ich aus einem Land komme, das der Neutralität verpflichtet ist und ich Russen wie Amerikaner gleichsam mag, ja, und hier ein Ziel nur vor Augen habe, Frieden in Europa langfristig zu sichern. Aber ich glaube nicht, dass wenn wir als Europäer hier zum Spielball zwischen US-amerikanischen und russischen Interessen werden, hier das auch wirklich gedeihlich für den europäischen Kontinent und diese Union und diese europäische Gemeinschaft ist. Aus meiner Sicht wäre hilfreich hier, diesen Konflikt zu lösen, ohne Beteiligung der US-Amerikaner, die hier mit Sicherheit, und ich spreche die beiden Administrationen an, eine Provokation nach der anderen gesetzt haben, wo klar war, dass hier die NATO-Osterweiterung in der Form nicht stattfindet und dann trotzdem von 15 auf fast 30 Mitgliedstaaten angehoben wurde. Ich schlage vor, letzter Satz, Herr Präsident, eine tripolare Konferenz zwischen den Europäern, den Russen und den Ukrainern, hier dauerhaft Frieden abzusichern und uns nicht länger zum Spielball geopolitischer Finanzinteressen zu machen. Danke.